Lieber Markus, komm mal zu mir her. Du kriegst jetzt das offizielle Zepter der Landeshauptstadt München als Kinderprinzenpaar. Das erste, Markus der Erste. Ich übergebe das Mikrofon an meinen Vizepräsidenten, auch Günther, ohne H, mit H, ganz einfach. Und du hast natürlich die tolle Aufgabe, die Prinzessin zu würdigen. Ja, ihr versteht es ja auch. Die Mädels mögen mich halt lieber. Es war schon immer so. Liebe Juli, das ist dein närrisches Volk. Wir sind jetzt nur ein paar. Rührt euch mal! Schau an, und sowas dürfte in Zukunft regieren, wenn du die kleine Prinzessin die Erste bist. Und das machen wir jetzt mit einer Krone. Schau mal, so eine schöne Krone. Liebe Juli, hiermit kröne ich dich zur Juli die Ersten, das Kinderprinzenpaar, die Kinderprinzessin der Nahalla München. So, jetzt machen wir das mit der Krone ganz vorsichtig. Achtung, ihr dürft zurück einmal klatschen zwischendrin. Liebe Münchner, das Kinderprinzenpaar der Landeshauptstadt München, Prinz Markus der Erste mit ihrer Lieblichkeit Prinzessin Juli, die Erste. Ja, als Präsident der ältesten Faschingsgesellschaft in München möchte ich dich heute das amtliche Zepter übergeben als Prinz Fabrizian der Erste vom Ölprinz von Mestek. Ich glaube, ich habe deinen Beinamen jetzt richtig gesagt. Fabrizian, du kannst regieren! So, lieber Günther ohne Haar, was bleibt wieder anders übrig als für die Prinzessin? Ja, du hast es wieder gut. Ja, ihr merkt es, es ist wie immer. Liebe Sarah, haben wir nicht eine hübsche Prinzessin? Ist ja noch gar nicht so weit, erst gleich. Liebe Sarah, diese Krone soll dir das Amt verleihen für die nächsten 6 Wochen so ungefähr, die Prinzessin, die offizielle Prinzessin der Landeshauptstadt München zu sein. Und hiermit kröne ich dich zur Prinzessin der Nahalla. Sonst machen wir das ganz vorsichtig, das ist für einen nichts Einfaches, gell? Dann kann man richtig was falsch machen. Nein, das ist alles so. Liebe Sarah, nachdem du jetzt auch blaublütig bist in diesem Moment und da wir auch wissen, du tanzt sehr gerne und gut und sogar Ballett und unser Thema dieses Jahr heißt die zauberhafte Welt der Märchen und deswegen verleihe ich dir hier noch den Beinamen Sarah die Erste, die royale Märchenballerina. Ui, das hat einen Applaus verdient. Viel Spaß, herzlichen Glückwunsch. Erstmal Servus München. Hallo liebe Nahalesen, liebes närrisches Volk. Servus an alle Faschingsbegeisterten von nah und fern. Es freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Es ist ein absoluter Wahnsinn, heute hier oben vor euch zu stehen und dieses traditionelle Ereignis vor meinem Heimatrathaus hier in München als Prinz erleben zu dürfen. Ich freue mich riesig auf das Amt des Faschingsprinzen. Vor allem mit so einer bezaubernden Prinzessin an meiner Seite. Wie geht's dir, Prinzessin? Danke, lieber Prinz, mir geht's gut. Erstmal ein herzliches Grüß Gott auch von mir. Wenn ich mir hier so das närrische Volk anschaue, da freue ich mich wahnsinnig auf den Fasching. Ich hoffe, wir sehen uns auf ganz vielen Veranstaltungen.
Und ich würde sagen, auf einen guten Fasching. Liebste Prinzessin, ich habe da noch ein paar Fragen, die sicher das Publikum sowie auch mir sehr interessieren würden. Die wäre, weißt du eigentlich, wie viele Tage wir hier in München regieren dürfen? Ja, das sind genau 52 Tage bis zum 6.3. jetzt. Und natürlich dann noch, wenn wir oder bis wir unsere oder das neue Prinzenpaar krönen dürfen. Gut, ich habe meine Karten verwechselt. Naja. Aber sag mal, haben wir nicht eigentlich noch was mitgebracht? Ja, aber natürlich haben wir was mitgebracht. es gibt natürlich freie Krapfen für euch alle mit ein Bild von uns beiden oben drauf. Gesponsert von der Firma APV Messneck und Frank Leitzhöhle. Es gibt Tina Haller nun jetzt seit 125 Jahren, eine lange Zeit. Weißt du denn eigentlich, wer diese gegründet hat? Ja, das war ein Kaminkehrermeister namens Meier. Da schaust du jetzt, gell? Aber weißt du eigentlich, wer der erste Prinz der Haller war? Ja, ich glaube, der ist mir gerade eingefallen. Das war der August Humpelmeier, auch genannt Prinz Gusti der Erste. Das diesjährige Motto, wie auch schon vom Herrn Malescher gesagt, der Regentschaft ist ja die zauberhafte Welt des Märchens. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsmärchen? Also als Mädchen mag ich natürlich viele Märchen, aber mein Lieblingsmärchen ist eigentlich Die Schöne und das Biest, muss ich sagen, weil es... Nein, das ist nicht auf ihn bezogen! Nein, eigentlich hat es einen anderen Hintergrund, weil ich mir denke, heutzutage wird sehr viel auf Oberflächlichkeiten gegeben und in Die Schöne und das Biest sieht man eben auch, dass es auch um die inneren Werte geht und das finde ich besonders schön, dass es in einem Märchen auch wiedergelegt wird. Da wird es mir gleich ganz warm ums Herz, liebe Prinzessin. Da kann ich jetzt nur noch hinzufügen, dass ich mich wahnsinnig freue, mit euch die Faschingssaison zu feiern, auf die ganzen Feste, die wir haben. Kommt uns doch besuchen am Faschingsdienstag mit den Marktweibern oder am unsinnigen Donnerstag am Viktualienmarkt. Das wird zünftig. Dann auf einen friedlichen und märchenhaften Fasching.